Süßen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Ich habe jetzt einfach mal mit dabei. Ich mache mich jetzt gerade fertig. Und ich dachte mir, es interessiert euch. Deswegen starten wir jetzt gleich. Als Base nehme ich von L'Oreal die Lumimagique Base. Die sehr, sehr ähnlich zu der Strobe Cream von MAC ist. Aber ich finde die in Deutschland nicht mehr. Was ich super schade finde. Also entweder bin ich zu dumm und sehe die einfach nicht mehr. Aber ich bilde mir ein, die gab es damals nur, als die Lumimagique Foundation mit rausgekommen ist. Und jetzt gibt es sie gar nicht mehr. Mein Face ist zurzeit mal wieder richtig sexy, wie ihr sehen könnt. Pickle Action mal wieder 12.000 voll mit dabei. Aber egal, kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Als Make-up nehme ich heute von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Das ist diese hier in der Nummer 10, nehme ich die. Probieren wir gleich direkt aufs Face. Und verblende die dann mit meinem Realtek Meeks Beauty Blender Sponge, Make-up Sponge, whatever. Also wie ihr sehen könnt, ist die auch super ergiebig. Ich habe jetzt keinen extra Drop mehr auf mein Gesicht drauf. Und ich konnte einfach komplett mein Gesicht einmal damit bedecken. Also die ist echt super ergiebig. Ich werde jetzt aber trotzdem nochmal wie immer im Wangenbereich nochmal ein bisschen was aufgeben. Einmal da, einmal da. Und das an der Stirn werde ich mit Concealer bearbeiten. Aber Wangenbereich gebe ich eigentlich grundsätzlich eine zweite Schicht mit auf. Also entweder ist das meine katastrophale Haut zurzeit. Aber mir gefällt gerade irgendwie das finde ich nicht so. I don't know. Und heute soll es ja eigentlich hauptsächlich um die Haut gehen. Ach, fängt ja schon mal super an. Traumhaft, traumhaft. Wo ist jetzt mein, da ist mein Concealer. Ich nehme meinen Catrice Camouflage Cream Concealer, auch in der Nummer 10. Und gebe das jetzt einfach hier so ein bisschen auf meine Pickelies. Hier in den Seiten. Vor allem bei mir ist das halt immer, vor allem hier im Stirnbereich, nach dem Wachsen. Ich gehe ja zu Benefit und lasse mir da die Augenbrauen wachsen. Von der lieben Sabrina. Also wenn ihr auch aus dem Raum Nürnberg kommt und ab und zu mal nach Nürnberg in die Stadt geht, einfach bei der lieben Sabrina beim Bräuninger Nürnberg Benefit einen Termin ausmachen. Die macht euch die schönsten Augenbrauen überhaupt. Ich bin gerade überlegen, ob ich überhaupt False Lashes klebe. Jetzt im Look finde ich es fast ohne schöner, aber we will see, we will see. Als Concealer für unter die Augen werde ich den Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice verwenden, in der Nummer 010 Porcelain. Der andere ist mir einfach echt zu dunkel. Ihr habt jetzt mittlerweile das Video von Emre und mir gesehen. Ich hoffe doch, wenn nicht, verlinke ich es euch nochmal unten in die Infobox. Und er hat ja eigentlich an sich genau die gleiche Farbe, also foundation-mäßig gesehen, wie ich. Aber er nimmt einen Ton dunkler von dem Catrice Liquid Camouflage Concealer. Als nächstes kommen die Augenbrauen. Ich werde heute die Augenbrauen einmal mit dem Goofproof Brow Pencil von Benefit machen in der Nummer 2. Und mein altes Gimme Brow in der Nummer Light to Medium nehmen. Wenn ihr euch jetzt das Gimme Brow holt, dann habe ich da die Nummer 1, also für die blonden Girlies unter uns oder Boys. Die Nummer 1 bei dem neuen Gimme Brow ist eigentlich ungefähr genau die gleiche Farbe, aber ich habe noch so viele von den alten Gimme Brows, deswegen werde ich die auch noch benutzen, bis die alle sind, weil wegschmeißen werde ich nichts. Ich werde mir jetzt die Augenbrauen machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Für unter die Augen müssen wir das hier wieder halbwegs schön machen. Für unter die Augen zum Setten werde ich von MAC mein Emphasize Puder nehmen. Und wie ihr sehen könnt, totally hit pan. Ha. Vor allem freut man sich da echt, wenn man so viel Kram hat, was man verwenden kann. Also fünfmal das gleiche, was natürlich immer anders ist, das wissen wir ja, aber trotzdem. Da freut man sich, wenn man mal irgendwas wirklich mal leer bekommt von seinen Make-up-Sachen.
Deswegen musste ich das jetzt unbedingt mit euch teilen. Okay, dann machen wir wie immer weiter mit dem Gesicht. Und zwar nehme ich heute als Bronzer den Hoola Bronzer von Benefit. Als Konturpuder werde ich mal wieder meine Catrice Prime and Fine Professional Contouring Palette verwenden. Und zwar ist es die hellere, das ist die 010. Was steht hier? Ashy Radiance. Sorry. Man muss ja immer mal wieder die Produkte ein bisschen durchswitchen. Als Highlighter nehme ich mal wieder mein Oldie Butter Googie mittlerweile sogar schon. Und zwar ist das von P2, der Perfect Face All Over Illuminator. Das ist dieser schöne Highlighter hier. Der ist jetzt nicht so stark. Aber man sieht ihn schon. Hat jetzt nicht so stark wie meine anderen. Aber ich liebe den. Und für den Drogerie-Highlighter Bombe. Wirklich Bombe. Als Rouge nehme ich Wish von Kat Von D. Finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Rouge. Vor allem machen wir eine eher auffälligere Lippe. Und dann mag ich das immer so ein bisschen was Neutraleres zu nehmen. Das trotzdem ein bisschen Frische gibt, aber nicht zu viel. Also in der Kamera schaut es viel, viel stärker aus. Also ich weiß dann nicht, wie es später beim Bearbeiten ist. Aber so viel Rouge habe ich jetzt gar nicht drauf. Also ich habe mich echt zurückgehalten. Schaut auch komischerweise das Make-up wieder besser aus. I don't know. Jetzt kommen wir zu den Fake Freckles. Und zwar, ich würde, wie gesagt, mit dünnen Augenbrauenstiften werde ich jetzt arbeiten. Ich habe ja einmal die Eyebrows-Stifte von MAC und diesen Micro-Brow-Pencil von NYX. Es sind dreimal verschiedene Farben und ich würde auch alle drei verwenden, weil Freckles, also Sommersprossen, auch von der Farbgebung nie gleich sind. Manche sind ein bisschen stärker, manche ein bisschen leichter, heller, dunkler. Ich habe von Natur aus Sommersprossen und deswegen, also ich weiß zumindest, wo bei mir die natürlich gesetzt sind. Also bei mir sind sie wirklich nur hier in dem Wangen-Nasen-Bereich. Ich habe sie nicht überall. Weil auch viele immer sagen, man soll die überall dann auch verwenden. Aber ich werde es da machen, wo ich sie auch von Natur aus habe, damit es einfach am natürlichsten aussieht. Ich werde jetzt mal anfangen mit dem hellsten. Das wäre jetzt bei mir der Fling. Und fange da einfach an. Also ich setze an und drehe ganz leicht. Also ich drücke nicht auf, sondern ich setze sie nur an und drehe ganz leicht, damit ich halt eben so ganz dezente Punkte mache. Ich kann euch auch mal reinholen. Vielleicht seht ihr das dann besser. Also ich setze dann einfach nur an und drehe. Ansetzen und drehen. Dann finde ich auch, dass das Make-up dann einfach viel natürlicher aussieht. Dann nehme ich einmal den Micro Brow Pencil von NYX. Das ist immer ein bisschen bräunlicher. Und dann gehe ich mit dem dunkelsten nochmal rein. Das wäre jetzt bei mir der Stylized. Dann da einfach nur bisschen mit dem Beauty Blender drüber, um das alles zu verblenden. Ja, dann als nächstes werde ich jetzt meine Wimpern tuschen und zwar werde ich da von. So, was ist jetzt mit da? Von Essence die All Eyes on Me Multi Effect Mascara verwenden und werde dann von Ardell die Wispies kleben. Also wirklich nichts Großartiges. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Lieben, es geschehen heutzutage noch Wunder. Ich habe jetzt keine False Lashes drauf, aber ich finde die Essence Mascara eigentlich echt ganz gut.
weiß nicht, was ihr sagt. Also ich bin positiv überrascht, weil ich nehme die normalerweise, wie gesagt, das ist diese hier. Ich nehme die normalerweise wirklich nur zum Vortuschen, weil die eigentlich sehr, sehr schön natürlich tuscht. Aber das ist jetzt eine zweite Schicht. Ich werde jetzt dann nochmal eine dritte Schicht aufbauen. Aber zuerst machen wir die Lippen. Und zwar nehme ich da von NYX den Lip Liner in der Farbe Orange. Und dann nehme ich von MAC den Velveties Lip Pencil in der Farbe Temper Tantrum. Das ist so ein, auch so ein Rot-Orange. Gott, liebe ich diese Farbe. Mega schön. Ich habe vergessen, wie schön diese Farbe ist. Vor allem, ich finde, es passt super zu dem Look, einfach diesem Fresh Face, Frühling, die Freckles, die Haut sieht gut aus, die Augen sind ja eigentlich ziemlich natürlich. Das wirkt aber auch nur, weil meine Lippen einfach auch ein bisschen größer sind. Aber, und echt. Nur fürs Protokoll, meine Lippen sind wirklich zu 100% echt. Was ihr jetzt noch machen könnt, wäre ein bisschen Gloss. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen Gloss dazu machen? Ich dufte jetzt mal nur so ein bisschen drüber. Oh, mir gefällt es. Jetzt gebe ich oben noch meine Schichtmascara mit auf. Und die kann man wirklich super schön schichten. Das ist jetzt die dritte Schicht, die ich aufgebe. So, meine Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ziemlich fresh, perfekt jetzt für den Frühling. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es ist auch mal okay, dass ich ihn vielleicht mal ein bisschen natürlicheren Look gemacht habe. Ich finde ihn total schön und auch mal was anderes. Auch, dass ich ihn jetzt ohne Wimpern gemacht habe. Ich wollte ja eigentlich erst noch Wimpern kleben, aber wirklich, als ich dann die Wimpern getuscht habe und mich da mal so im Spiegel so ein bisschen angeguckt habe, dachte mir, gefällt mir irgendwie besser. Gefällt mir irgendwie besser. Deswegen lassen wir das jetzt auch so. Lasst mir doch mal unten in den Kommentaren ein paar Videovorschläge da, was ich machen könnte an Looks oder irgendwelche Tags oder irgendwelche Challenges, I don't know. Lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein paar Anregungen gebt, weil auch wenn ich ein sehr kreativer Typ bin, trotzdem manchmal ist das Hirn einfach leer. Deswegen, ja, nochmal, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir gefällt der Look total. Hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr den Look genauso schön findet wie ich. Abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen, liken, subscriben, Jimmy Channel. Und ja, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ciao!